Digitalisierung des kulturellen Erbes ist möglich und sie ist in vielen Stellen schon Wirklichkeit. Es sind die großen Projekte außerhalb Deutschlands, in Norwegen, in Holland, in den USA, die uns zeigen, welche Rahmenbedingungen dafür notwendig sind. Und es sind die vielen innovativen Projekte in Deutschland, die zeigen, was auch hier schon möglich ist. I think as a national library, we are expecting to keep all of the cultural heritage to save it for the future and future use. So, I mean, this is a platform for every kind of digitization or reuse of this material. So I think the National Libraries has a core role to play in this field. Das jüdische Kulturgut wurde in den Jahren 1933 bis 1945 systematisch geraubt und zerstört. Es ist heute weltweit zerstreut und die Digitalisierung bietet die Möglichkeit, es wieder einzusammeln und online zugänglich zu machen. Der Exkurs Wissen, Sprache, Digital hat gezeigt, dass es neben dem technischen Aspekt vor allem darum geht, die Kulturgüter sehr gut und sehr genau zu beschreiben. Wissenssystematisierung und Standardisierung spielen eine herausragende Rolle, wenn es darum geht, Kulturgüter dauerhaft verfügbar zu machen. Seite die internationalen Projekte außerhalb von Deutschlands anschauen zur Digitalisierung und Zugänglichmachung des audiovisuellen Erbes, ist ganz klar, dass Kooperation, Zusammenarbeit sehr viel mehr erreichen, als wenn jedes Archiv für sich versucht, das Erbe zugänglich zu machen. The greatest destiny of an archives or of a cultural heritage collection is to be consumed, to be reused, to become infrastructure, to become something like the air that the public takes for granted. We've talked a lot during this conference about the initiatives that are being made in Europe, and many of them are quite impressive. But I want to come back in 20 years and see which ones of them really happened and which ones are castles in the air.